Lass uns ein bisschen über Gott sprechen. Gott ist ein sehr viel und schlecht benutztes Wort, sehr in den Schmutz gezogen. Ich sage immer göttliche Liebe, weil göttliche Liebe ist weder weiblich noch männlich. Viele denken, Gott sieht sie von oben, doch diese göttliche Liebe ist in uns und sieht dich aus dir heraus und sieht aus deinen Augen heraus und fühlt aus deinem Körper heraus. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wenn du einen strengen Vater hattest oder eine strenge Mutter, je nachdem. Meistens, wenn wir eine schlechte Beziehung hatten zu unserem Vater, dann haben wir eine unbewusste Färbung, dass auch Gott ein Stück weit streng mit uns ist oder vielleicht uns nicht verzeiht, vielleicht uns nicht vergibt. Gott ist nicht männlich. Wenn wir sagen, der liebe Gott, dann ist es für manche mit Angst behaftet. Vielleicht hilft es dir, wenn du sagst, die göttliche Liebe. Oder auf eine andere Art und Weise. Wenn wir glauben, kann das Hoffnung geben. Auf diesem Planeten ist das Leben manchmal sehr hart, manchmal sehr anstrengend und manche Menschen geben auf. Wenn sie aber etwas haben, woran sie glauben, an etwas Höherem, dann gibt ihnen das Kraft, weiterzumachen. Es gibt tatsächlich mittlerweile auch Experimente, dass Beten funktioniert. Es gibt Menschen, Kinder und Erwachsene, die hell sehen, sehen beim Beten ein Licht, das in Richtung des, wie heißt das? Also wenn ich jetzt für einen Kranken bete, dass dieses Licht zu diesem Kranken geht. Es gibt Experimente, wo geschaut wurde, dass es Menschen gibt, die Operationen gerade haben und für einige wird gebetet, für andere nicht. Und für die, die gebetet wurde, gab es kaum Komplikationen, also weniger Probleme. Beten hilft, wenn wir das regelmäßig machen, weil wir damit unsere Beziehung zu der göttlichen Liebe stärken, weil wir sehen, es wird uns geantwortet. Wenn wir die Fragen stellen und also was ich gemerkt habe, wenn ich im Receiving-Mode bin, wie heißt es auf Deutsch, im Empfang-Modus bin, dann kann ich auch die Antworten sind immer da. Also immer, wenn ich eine Frage habe, ist die Antwort sofort da. Aber ich sehe sie nicht, weil ich abgelenkt bin von Social Media, von meinem Alltag, von den negativen Gedanken. Aber wenn wir in einer höheren Emotion sind, wenn wir in einer höheren Bewusstseinsebene sind, empfangen wir Antworten. Wir bekommen manchmal auch sogar Visionen, je nachdem, wie du mit deinem Bewusstsein arbeitest. Das heißt, wenn du betest und auf Antworten wartest, die Antwort kommt nicht, wenn du verzweifelt da warten und zweifeln und nicht wissen, ob die wirklich kommt. Die Antwort kommt, umso entspannter du bist. Umso entspannter du bist, desto entspannter ist dein Energiefeld. Und desto leichter kannst du die Antwort empfangen, weil die Antwort ist immer da. Probier es aus.